Hallo, ich bin der Jörg. Ich möchte dir in diesem kurzen Tutorial zeigen, wie du Mobilität in die Zehen, in die Fußgelenke, in die Knie und in die Hüften, beziehungsweise in die Handgelenke und Finger, die Ellenbogen und Schultern bekommst. Das Ganze ist am Anfang oft so ein bisschen schmerzhaft für den einen oder anderen. Besonders wenn man das nicht oft getan hat, also sie auch nicht oft bewegt hat, die Gelenke. Aber es wird dir helfen, wirklich auch den Trapezius, also ne, zwischen Nacken und Schulter, diesen Muskel lockerer zu bekommen und dadurch bedingt auch Spannungen und Probleme, die in den Ellenbogen entstehen können, die in den Handgelenken entstehen, beziehungsweise die Probleme, die in den Waden und in den Fußgelenken sind, zu beheben. Du lernst mit der Zeit den verschiedenen Schmerz, also zwischen verschiedenem Schmerz zu unterscheiden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, für den Körper Schmerz auszudrücken. Es gibt sowohl lustvollen wie auch wirklich schadenden Schmerz, und das dem mal Beachtung zu schenken, ist sehr hilfreich für sich selber, um sich besser kennenzulernen. Mach das ein, zwei, dreimal die Woche, besonders wenn du ein bisschen Probleme hast, und du wirst feststellen, spätestens nach einem Monat, dass es dir wesentlich besser geht in den Bereichen. Besonders diese Haltung, die wir jetzt gerade machen, nämlich die, wo ich das Fußgelenk bzw. die Fessel in die Kniekehle bringe, ist für die meisten in den Waden sehr schmerzhaft. Aber auch das Sitzen auf den Zehen ist nicht wirklich schön. Die Handgelenkdehnungen sind auch nicht wirklich schön. Besonders nicht die, wo der Handrücken auf dem Boden ist. Aber es wird dir helfen. Es muss nicht so weit sein, du kannst es ganz sanft machen. Letztlich geht es darum, es wirklich zu tun, eine ganze Zeit lang zu tun, und dann wird es besser werden. Und du wirst auch feststellen, dass die Spannungen aus dem Nacken besonders, aus den Schultern herausgehen und damit aus den Armen und Ellenbogen. Viel Spaß dabei. Ach ja, und abonnieren hilft mir, diesen Kanal weiterzuführen.